Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sang. Die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees. Dann, wie ein leichter Hauch, setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume, saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Ich grüße euch. Wie schön ihr spielt. Welch ein Glück, euch anzusehen. Welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her. Wie die Harfe so reizend in eurem Schoße lehnt. Wie eure Arme sie so sanft umgeben. Wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt. Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest. Die schöne Lilie schlug die Augen auf und ließ die Hände sinken. Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob. Ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete. Er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren. Heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören lässt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin. Das arme kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen. Und in dem Augenblick fühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin. Aber was kann mir seine Strafe helfen? Mein Liebling ist tot. Und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren. Ermannt euch, schöne Lilie. Nehmt euch zusammen. Mein Alter lässt euch sagen, ihr sollt eure Tränen mäßigen. Das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen. Denn es sei an der Zeit. Und wahrhaftig, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist. Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner. Ich muss eilen, ehe sie gar verschwindet. Warum muss ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? Warum muss ich dem Riesen begegnen? Und warum meine Hand in den Fluss tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bringe ich sie dem Flusse und meine Hand ist weiß wie vorher, so dass ich sie fast neben die eurige halten könnte. Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Artischocken suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte. Aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze,
grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Zypressen, die Kolosse von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt. Schaut doch, sie wird immer schwärzer und kleiner. Ach, mein Mann schickt euch dieses Andenken. Ihr wisst, dass ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Tier wird euch gewiss viel Freude machen. Und die Betrübnis, dass ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, dass ihr ihn besitzt. Oh, wie schön und wunderlich. Es kommen viele Zeichen zusammen, die mir einige Hoffnung einflößen. Aber ach, ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah. Was helfen mir die vielen guten Zeichen des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein hat er wohl seinesgleichen und hat ihn nicht elend bei mir gesandt. Entfernt vom süßen menschlichen Genusse bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach, warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut? Entschuldigt, schöne Lilie, ich habe die letzten Zeilen eures Liedes gehört und spreche euch zuversichtlich Mut ein. Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Das stimmt. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur ein Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Brüll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig. Ich wünsche euch Glück dazu. Allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten. Und es ist uns versprochen, dass Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden? Ich muss nun fort und empfehle mich. Verweilt noch einen Augenblick und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, dass sie ihn in einen schönen Topas verwandle. Ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein. Aber eilt, was ihr könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das arme Tier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig. Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte davon.
Wie dem auch sei, der Tempel ist erbaut. Er steht aber noch im Flusse. Noch ruht er in den Tiefen der Erde. Ich habe die Könige gesehen und gesprochen. Aber wann werden sie aufstehen? Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen. Es ist an der Zeit. Höre ich doch die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal. Wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?